Das nächste Projekt, da bitte ich jetzt Laura und Toscha gleich nach vorne. Hat einen wunderschönen Namen, finde ich. How shall I do this? Weil ich selbst auch weiß, was eine Shell ist. Und hier, finde ich, sieht man so ein bisschen auch einen Punkt, den wir in der HackerInnen-Ethik gestern drin hatten. Oder das war schon vorgestern, gell? Die Zeit geht so schnell rum. Nämlich, dass man mit Computern auch Kunst und Schönheit schaffen kann. Und den Ansatz an eine Shell, die wirklich nicht sehr schön aussieht, wie ihr da rangegangen seid, das finde ich super. Also vielleicht zeigt das mal allen, was ihr da gemacht habt. Dankeschön. Hallo. Wir haben das Projekt How Shall I Do This gemacht. In dem Projekt ging es darum, wie man Leuten, die gerne Shell benutzen wollen, aber keine Möglichkeit dazu haben, diese Befehle zu lernen, das spielerisch den Leuten beizubringen, wie man diese Befehle benutzt. Und dazu haben wir ein Work-Adventure programmiert. Kennt von euch alle Shell? Vielleicht kennen das nicht alle, aber ich möchte das mal kurz erklären. Also Shell ist ein Teil des Betriebssystems und damit kann man dann direkt auf den Computer zugreifen. Und Shell heißt ja Muschel oder Hülle. Und das kommt davon, weil das Betriebssystem die Hülle ist und dann die Shell... Die Shell ist die Hülle um das Betriebssystem. Genau, daher kommt das. Und jetzt wollen wir euch zeigen, wie wir das gemacht haben. Die Programmiersprache ist Java. Genau, also wie Toscha das schon richtig gesagt hat, die Umsetzung ist hier auf Java gelaufen, weil es erstmal für Anfänger eine recht gute Programmiersprache ist, um das einfach mal reinzukommen. Genau, und wir haben es so ein bisschen als Text-Adventure gemacht, also rechts wird immer ausgegeben. Also wir nehmen an, dass wir in einem Polizeipräsidium sind, da unseren ersten Tag als Mitarbeiter haben, so als kleinen Plot, damit wir das Ganze ein bisschen verkaufen können als Geschichte. Genau, und dann werden auch immer die Befehle erklärt, zum Beispiel CD, das ist, um einen Ordner zu wechseln, kann man das Ganze auch eingeben. Also jetzt zum Beispiel, zuerst wollen wir in den Lagerraum. Genau, und dann bewegt sich unser kleiner Polizist in den Lagerraum. Dann wird einem immer so weiter das Ganze erklärt. LS, um auszugeben, was genau da drin ist. Touch ist auch unpraktisch teilweise. Genau, dann hier, wir haben die Dateien Alpaka-Diebstahl, Mord in der Disco und unseren Fall 0815, den wir bearbeiten sollen. Genau, und dann wird auch immer weiter gesagt, was wir weitermachen sollen, zum Beispiel wieder zurück in den Hauptraum gehen. Genau, und für jemanden, der vielleicht ganz neu ist und nicht weiß, was er tun soll, gibt es auch Tipps, die man auch aufrufen kann. Genau, hier sind Beispiele, also Tipps dazu. Und dann, was auch sehr schön ist, von der Umsetzung her, ich gehe kurz in den Serverraum, weil dann kann man das schön machen. Genau. So, hier ist nämlich von der Story auch die Aufgabe, dass man einen neuen Ordner erstellen soll, als Beispiel. Und bei uns haben wir es jetzt so umgesetzt, dass wir eine Textdatei haben, und dort werden die neuen Dateinamen für die neuen Fälle aufgelistet und auch ausgelesen durch den LS-Befehl und so weiter. Und genau, es ist natürlich noch sehr basic, deswegen also auf unser Logo wollten wir eigentlich auch noch Windows XP einbauen, weil es sieht ungefähr genauso schön aus wie damals. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und ist auch erst das erste Level. Also wir wollen vielleicht auch noch, dass man mit dem CD... also wo man normalerweise in den übergeordneten Ordner geht, dass man noch in die Außenwelt kann und so weiter. Also wir haben da noch einiges an Ideen und werden das hoffentlich auch fortsetzen. Wir haben das Ganze auch auf Git hochgeladen. Genau. Und nochmal vielen Dank an unsere Mentori Paul und Basti, die uns da auch unterstützt haben. Und natürlich auch Dank an das Orga-Team. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Ein richtig tolles, kreatives Projekt, finde ich, mit einem richtig tollen, kreativen Namen auch.